willkommen bei einem der schwierigsten Rennen dieser Saison. Hohes Tempo und komplexe Kurven machen diese Strecke bei den Fahrern sehr beliebt. Es ist Zeit für den großen Preis von Japan. Nine and four, run some people living their life in bottles. Grind that he had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So Leute, was natürlich dieses Mal ganz anders ist. Lass uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf durchgehen. Wenn wir es ruhig. Wir starten. Wir machen hier kein großes Rennen. Wir haben jetzt einen McLaren. Und achso, ja klar. Ich hätte dran denken müssen. Wir haben keine Einführungsrunde, wir haben kein Training. Wir sind drei Runden und Dings im Rennen hier sofort drinne. Und wie gesagt, wir fahren mit dem McLaren. Ich glaube 1995 ist das Fahrzeug, die Fahrzeugklasse. Ich wollte einfach mal reinschauen, wie das mit den Fahrzeugen ist oder wie das aufgebaut ist. Aber ich merke, die sind hier schon ein bisschen kranker beim Fahren. Und ich habe die kurze Japan-Strecke genommen. Ich möchte eine schnelle Runde machen, weil ich, wie gesagt, im letzten Part auch gesagt habe, was essen möchte auch noch. Ich habe noch nicht gegessen, den Abend bekommen noch, und das kommt aber auch noch als Video. Das Ganze darf ich dann auch nochmal schneiden. Im Moment möchte ich auch meinen PC ein bisschen aufräumen. Also von innen sauber machen. Wer es nicht kennt, Zahnbürsten nehmen und sauber machen. Die ganzen Lüfter und alles. Das ist dann wieder Überraschungspaket, wie viel Dreck reinkam. Alter, die Lenkung ist halt zum Teufel. Oh, wir gehen mal kurz auf Fett. Das ist, wie gesagt, eine ganz kurze Runde hier. Die eigentlich schon vorbei ist. Das gefällt mir überhaupt nicht. Jedenfalls habe ich noch eine Runde fahren, weil ich noch vorhin hoffentlich reinkomme. Noch nicht. Blaue Flagge, blaue Flagge. Vergiss es. Oh, früher gab es nur zwei Reifen. Jetzt können wir mal ganz kurz mal alleine fahren auf Fett. Aber ich möchte mal kurz was probieren. Ich mache nichts mehr. Ist alles in Ordnung? Hohoho. Sag uns bitte, ob es... Fahrperspektive. Oh, den kurzen Spaß muss ich mir noch erlauben. Wie gesagt, Leute, also das war's jetzt leider schon. Ich bin jetzt erstmal beim Essen. Werd wahrscheinlich vielleicht ja nochmal was aufnehmen muss, aber das Ganze jetzt erstmal schneiden noch nebenbei. Und wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und wie gesagt, ich bin noch an der Überlegung, ob ich mir das Ganze kaufe. Dann machen wir die Karriere durch. Da machen wir auch teilweise mal einfach eine komplette Saison richtig, also die großen 3x30 Trainingsminuten, dann kenne ich eben die Runde überhaupt nicht. Dann eben nach, weiß ich nicht was alles, ja das bin ich, Alex Ward, hier im Williams VW 1 BB, damals. Ich möchte es bitte gerne überspringen. Und nach dem Ende dieses Grand Prix ist es an der Zeit, sich zu entspannen und zu feiern. Hier kommen Sie nun, Ihre Top. Das war's beim sehen. Heutigen Grand Prix so. Und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Gut, okay. Und dann eben weiter, genau. Und dann, wie gesagt, Leute, das war wirklich ein ganz kurzer Part, ein kleiner Spaßpart. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Sagt ihr, meinen Sie. Ciao, ciao.